Sie wollten immer schon einmal ein Haus im Grazer Stadtpark haben. Wird schwierig, was die Genehmigungen angeht. Außer Sie haben Augmented Reality. Dann können Sie sich dieses Haus zumindest einmal bauen und anschauen. Mit dieser App, man drückt auf das Haus, man platziert es hier im Stadtpark, schaut sich an, wie schaut das in Natura aus. Und ja, schaut sehr gut aus. Und jetzt kommen Sie mit. Jetzt gehen wir auch noch hinein. Man kann also dieses Haus auch von innen begehen, kann sich anschauen, wie es hier in der Sonne zum Beispiel steht. Wir sind hier schon im Wohnzimmer. Schauen wir einmal, ob wir aus dem Fenster schauen können, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Ja, da sitzt jemand am Bankerl. So sieht dieses Haus aus. Augmented Reality. Programmiert hat das ein Grazer Unternehmen und das besuchen wir jetzt. Im Headquarter von Kotflügel in der Grazer Altstadt arbeiten mehr als 20 junge Experten daran, die virtuelle Welt mit der realen zu verschmelzen. Wir sagen, Augmented Reality ist keine Zukunftstechnologie mehr, sondern eine Gegenwartstechnologie. Ist sicher gekommen, um zu bleiben, weil jetzt auch seit 2-3 Jahren Apple, Google und alle großen IT-Firmen auch sich ganz klar zur Technologie committed haben. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten das einfach eine komplette Standardtechnologie ist, wie jetzt das Smartphone. Ein konkretes Beispiel zeigt, was alles möglich ist, etwa den Rückspiegel permanent perfekt eingestellt zu bekommen, egal wie man als Fahrer im Auto sitzt. Auf der linken Seite sieht man, dass mein Gesicht jetzt erkannt wird. Also das ist so gebaut worden, dass man das nur für den Fahrer macht, also in einer Fahrzeugkabine, dass der Spiegel perfekt eingestellt werden kann und zur Sicherheit, dass der Druck vom Airbag auch richtig eingestellt werden kann. Das heißt, man sieht hier zum Beispiel recht schön bei diesem Balken, dass wenn ich näher hingehe, dann wird der Druck vom Airbag zurückgedreht. Wenn ich weiter weggehe, wird der Druck wieder erhöht. Weitere Sicherheitsfeatures wären auch möglich, wenn der Blick erfasst wird. Ein mitdenkendes System könnte gerade immer das auf die Frontscheibe projizieren, was der Fahrer an Information braucht, ohne dass er den Blick von der Straße wenden muss. Im Hinblick auf Augmented Reality kennt man es ja schon teilweise von den Navis, von den Head-Up-Displays. Da wird es auch dahin gehen, dass man wirklich die Richtungspfeile vom Navi wirklich auf der Straße, wirklich am richtigen Fahrstreifen eingeblendet kriegt und solche Themen, die einfach noch mehr Usability, noch mehr Fahrerunterstützung quasi bieten können.